Na, meine Lieben, da sind wir schon wieder. Also was heißt schon wieder? Ich habe das Spiel seit Wochen nicht mehr gespielt. Ich muss irgendwie erstmal kurz wieder. Also so fliege ich irgendwo hin. So, ich weiß, wir sind hier in Rockwood. So, da unten bei dem Siegel wurde scheinbar gerade ein Monster eingesaugt. So, genau. Rechtsklick war bumm. Linksklick war hinfliegen. Hier konnte ich hoch und runter, ohne dabei die Aufnahme abzubrechen. Okay, wir müssen nach Rockwood, ja? Na gut, nach Wonderland. Dann lasse ich meinen Drachi erstmal hier stehen. Und ab nach Wonderland. Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Region verlassen wollen zurzeit? Ah, zurzeit kein Durchgang für Drachen. Eine Art magische Barriere hält alle magischen Wesen aus der Region zurück. Sie befinden sich nun in der Rolle des Generals und haben das Ziel, die Ursache dieses Zaubers zu erforschen. Na, da bin ich ja mal gestört. Da kann ich jetzt hoch und runter fliegen, sowieso gleich wieder vergessen, ne? Okay, jetzt latschen wir mit dem hier. Was hat der? Laden wir die erstmal beide rein. Kriegsherz. Was haben wir da? Monsterdetektor. Wenn Sie den Zauber auf sich selbst anwenden, können Sie alle Monster in der Nähe besser ausmachen. Ich hoffe, die wollen nicht zu uns. Kriegsherz. Der wahre Heldenmut ist wichtiger als das Heldenschwert. Okay, die wollen mich scheinbar. Oh, ich kann viel schneller angreifen. Jo, das hätte ich vielleicht mal beachten sollen. Jupp, Autospiel, was auch immer. Ach so, dann dürfen wir jetzt. Oh, das ist ja toll. Okay, meine Lieben, wir werden wahrscheinlich nur 100 Millionen Versuche brauchen. Das ist wunderbar. Was haben wir denn hier noch drin? Ach ja, die Meuchelschwinge beschwören und so. Sowas möchte ich auch nochmal ausprobieren, aber nicht jetzt. Gut. Wieder nach Wonderland. Wir kennen ja nun die beiden Attacken, also müssen wir uns die nicht nochmal durchlesen. Und ich kann schneller angreifen, als ich dachte. Okay. Gehen wir hier erstmal in die Stadt. Wir leben in Frieden mit allen Lebewesen. Es ist unsere Zukunft. Es gibt nur ein Hindernis, das die ewige friedliche Koexistenz mit unseren Freunden verhindert. Ein durchgedrehter Typ treibt sich hier herum. Er tötet unsere Freunde, die Monster. Die Er will Freunde. sich unserem neuen Herrn nicht unterwerfen. Finde ihn, halte ihn auf und huldige auch du unserem neuen Herrn. Ja, ist klar. So recht zügig scheinen wir doch schon zu sein. Ich glaube, wir haben hier gar nicht so starke Monster. Die Schwierigkeit ist es einfach, mit dem Lütten hier klarzukommen. Also, okay, das ist quasi so ein Energieball. So, wir sind zum Glück ziemlich schnell. Okay. Ja, das wird ja spaßig. Also gegen Leute aus der Luft können wir uns gar nicht verteidigen. Oder eben mit diesem Schuss. Was haben wir denn hier? Ex und Hop. Was? Stand da eben Ex und Hop? Greifen Sie einen Feind mit diesem Zauber und der wird nicht lange überleben. Erwarten Sie wirklich allzu viel von diesem Zauber. Wie habe ich den denn jetzt angegriffen? Habe ich den? So.
Also Erfahrungspunkte bekomme ich nicht. Ich kann auch mit ihm gar nicht leveln. So, mein Kleiner. Wir halten natürlich auch wesentlich weniger aus mit dem General. Das finde ich natürlich nicht so schön, aber war klar. Düst da mal hin. Ich möchte hier diesen Schrein putt durchmachen. Das ist doch ein sofort von den eulen Viechern, oder nicht? Geh mal weiter. Wir müssen weg hier. Die Lenkung ist mal Oberkacke. So, der hat auch keinen Hunger oder so, der Gute. Haben uns jetzt die Leute angegriffen. Wahrscheinlich, weil wir die Monster angegriffen haben und so die Freunde. Ach du meine Güte. So. Spielstand speichern oder laden? Ich werde erst so viel speichern. Neu. Und dann nennen wir das mal Dangor. So heißt der Kerl, ja? Löschen nicht möglich, will ich auch gar nicht. Wenn sie Spielstand speichern. Zurück. Spiel wieder aufnehmen. Rockroot, mittlere Invasion. Ja, die kommen da schon klar. Gut, ich schaue dann erstmal ein bisschen weiter ins Landesinnere, ob ich da irgendwas finde. Okay, es geht also eher hier lang. Ach du Scheiße, haben wir da viele. Das wird ja ein Spaß. Ich will mit unserem Drachen kämpfen und nicht mit so einem General hier, der nach dem ersten Stoß schon ordentlich Schaden nimmt. Das kann ja echt was werden hier. Ja. Würdest du dich bewegen? So eine allein ist mir relativ egal. Die sind nicht so doll. Aber wenn es viele sind, ne? Aber immerhin, so schwach ist er nicht im Vergleich zu den anderen Menschen, die ich so kenne hier, ne? So, du auch? Ja, der neue Herr ist wahrscheinlich dann der Scarbor, den er meinte. Das ist ja nett, dass die dem gehorchen. So, hier ist wieder so ein Affe. Wir sollen jetzt hier aber nicht die ganzen 100 sonst was Monster platt machen, oder? So, der lässt sich auch gar nicht zurückstoßen. Ist aber auch nicht so dramatisch. Gehen die alle zur Stadt, um die jetzt anzugreifen vielleicht? Weil wir ja jetzt auch die Monster platt machen und für die Stadt deswegen auch uns... Also alle sind jetzt gegen uns, aber die Monster auch gegen die Stadt, kann das sein? Der hat ganz schön gesessen, der Hieb eben. Erstmal ein bisschen erholen. Kann ich hier nicht Quicksave machen irgendwie dauernd? Ach nee, komm. Lassen wir das mal in Ruhe, das Viech. Optionen. Spieleinstellungen, Steuerung. Gibt's kein Quick Save? Audio, Video. Weil das ist ja schon schwer, aber ich möchte nicht dauernd wieder von vorne anfangen. Dangor. Speichern, ersetzen. Mal gucken. Vielleicht kommen wir ja auch ganz gut durch. Aber das ist schon eine Stelle, die mir nicht so im Spiel gefällt. Dass wir auf diesen General jetzt angewiesen sind. Mensch, Mensch. Da ist die Lenkung ja auch ein bisschen
anders. Wir sind halt nicht mehr in der Luft, ne? So, falsche Richtung. Da müssen wir hin. Gut. So, dann sind hier gleich ein paar Monster und Brutstätten. Dann können wir uns ja mal testen, ob wir das hinkriegen. Es sind ja nicht gerade wenige Monster. Naja. Also diese Viecher, diese Ganglins, sind ja nicht mehr so das Problem. Ich glaube, die hießen Ganglins. Ich würde gerade nachgucken. Ich habe nämlich mir was aufgeschrieben, was ich über das Spiel rausgefunden habe. Aber erstmal, ich überlege, ob ich das wahrscheinlich erst sagen... Ja, das meinte ich nämlich mit der Lenkung. Er kommt ja auch nicht überall hoch. So, erstmal ihn hier. Ah, Mann. Also, weißt du, so als Bodenkraft gegen solche Viecher hier. So, und jetzt mal hier, damit wir hier mal weiterkommen. Und zack, und zack. Wir sind jetzt hier nicht der Stärkste, aber das wird schon. Ja, meine Lieben, das kann ein bisschen dauern hier, ne, die Region. Weil ich bedenke jetzt auch 60 Brutstätten oder nicht ganz. So, an den kommen wir dann gar nicht ran, da müssen wir unserem Drachi warten. Aber ich glaube, wir müssen auch nicht alle umbringen hier. So, renne mal kurz wieder ein bisschen weiter nach da hinten. Nee, das kann gar nicht sein, aber da ist auch so eine Hütte da hinten. Seht ihr das? So ein Hauspunkt. Müssen wir nicht eventuell da hin? Wollen wir mal gucken, ob wir da hin müssen? Rennen wir doch mal dahin. Vielleicht reicht das ja schon. Weil da ist irgendwie so ein, ne? So, dich nehme ich noch mit. So, du Affenkopf. Ja, das ist schwer mit ihm, hier irgendwas zu machen. Er greift auch nicht alles an, wie ich das will. Er versteht auch nicht, wo er hin soll scheinbar. Na los, weg da, weg da, weg da und schnell. Boah, ich kriege hier echt zu viel. Das sind übrigens geomagnetische Energien, die er da... Seine Hände sind quasi Plus- und Minuspole. Und während er die aneinander klatscht, lädt er quasi geothermische Energie auf. Fragt mich nicht, woher ich das weiß. Ich erzähle euch das gleich mal alles, aber ich muss hier erstmal weg. Also seine Lenkung, die ist echt wunderbar. So, hier ist, wie müssen wir hin? Oh, Gott sei Dank. So, was los? So, gibt es also tatsächlich einen Drachen, der uns alle retten soll? Ja, gibt es. Nun, ich schätze, es kann nicht schaden, wenn er es versucht. Aber wir Menschen dürfen uns nicht auf einem Retter ausruhen. Wir müssen mit vereinten Kräften selbst gegen die Übermacht ankämpfen, wenn wir dieses Mal gewinnen wollen.
Die Leute in dieser Stadt scheinen das nicht zu begreifen. Aber das sind ja auch gar keine echten Menschen mehr. Sie reden wirres Zeug. Ich glaube, sie stehen unter dem Bann dieses merkwürdigen Gebäudes dort draußen. Vielleicht kannst du es zerstören und den Bann brechen. Dann werden die Menschen für ihre Sache einstehen können. Der erinnert mich so an den König von der Stimme her. Kann es sein, dass das die irgendwie teilweise den gleichen Synchronsprecher genommen haben? Aufgabendetektor ist mir persönlich wichtiger als der Monsterdetektor, weil Monster sind sowieso überall, das kriege ich ja mit. Gut, dann wollen wir doch erstmal wieder speichern hier an der Stelle. Dangor, schon speichern, yo. Ich habe hier gerade übrigens Rockstar zum ersten Mal in meinem Leben, weil es mir eigentlich zu teuer hat, Gesöff. Es riecht wie ein Hubba-Bubba. Bah. Und das mögen Leute. Warte mal, war das vielleicht der erste Schlucken oder so? Boah, das schmeckt wie. Ich hatte als Kind eine Zahnspange. Und wenn der so dieses Gummi um die Zähne quetscht, um den Abdruck zu nehmen, was so richtig künstlich schmeckt, das Zeug. So schmeckt dieses Zeug. Also mit ein bisschen Capri-Sonne mit. Ja, so ein bisschen Capri-Sonne mit so einer Zahnarztprothese. Als ob ich irgendwie war. Ich bin ja momentan dabei, alle möglichen Energy Drinks durchzutesten. Aber Rockstar schmeckt ja echt wie. Boah. Wie so eine Zahnarzt-Abdrucksprothesen-Dingsbums-Flüssigkeit. Das ist ja. Boah. Was haben die da reingehauen? So. Aufgabendetektor. Dieser Zauber, Gegenstände zu finden, die sie zur Lösung bestimmter Aufgaben benötigen. Wollen wir doch mal gucken, ob wir die nicht anwenden können auf uns. Hat das was gebracht? Nee, hat's nicht. Mit anderen Worten, wir müssen selbst drauf kommen. Ach so, da hinten. Seht ihr das? Da geht's lang. Da hinten, da. Da, wo es hin, Dings. Okay. Nee, also das, ich hätte mir, also, weil Rockstar ist ja sogar noch 20 Cent teurer die Dose als Monster. Da hätte ich gedacht, Mensch, das muss wahrscheinlich echt richtig gut schmecken, weil viele sind ja auch richtig heiß nach. Monster schmeckt ja auch ganz gut. Aber dieses Rockstar, das schmeckt ja echt grauenerregend. Also für meine Meinung. Euch mag das vielleicht schmecken, da will ich euch da nicht reinreden. Aber ich krieg davon, da krieg ich Plack. Ah. Also muss ich jetzt nirgendwo mehr hin, oder wie? Sehe ich das? Das war doch die Richtung hier, hinter den Berg. Diese kleinen Mistbiester, ne? Die machen kaum einen Schaden. Aber trifft die erstmal. Ich hasse das mit dem General Dangor zu kämpfen. Wie gesagt, die Kleinen kriegt er relativ gut platt. Eigentlich. Ja, und nun, wo ist denn nun hier der Aufgabendetektor und alles? Ja, schön und gut. Große in. Was? Da hinten. Gut, dann geht's halt nach da hinten. Da hinten ist auch so eine riesige Energiesäule. Komm, dich nehme ich mir mit. Oh, das hasse ich hier, wie der seine Runden dreht und der mal auf was kommt. Weg da. Dann geh weg da, du bist einfach zu bekloppt. Ich komme mit diesem Dango von der Steuerung nicht klar. Der dreht immer seine Runden, wenn ich da irgendwas machen oder erreichen will. Das ist zum Kotzen. Geh da nun den Hügel hoch. Dann geh, ja, nach da hinten. Kriegst du das hin?
So, hier ist jetzt irgend so ein bekackter Tempel. Ja, genau. Erstmal weg da. Wie immer, mit Dangor kann ich nur wegrennen. Mehr geht mit Dangor nicht. Kloppter Kerl. Gemein vom Spieler, die uns den zur Aufgabe geben. Okay, wir müssen irgendwie dieses Konstrukt hier platt machen, weil das ist scheinbar das, was die Menschen kirre macht, ne? Ja. Okay. Dann speichere ich hier erstmal ab, weil wir sind jetzt schon mal da. So. Dangor. Hier speichern. Jao. Die Monster lassen uns gerade in Ruhe. Die haben nicht so eine große Reichweite, was uns betrifft. Wir sind scheinbar gut geschützt. Also dieses reguläre Rockstar ist ja pervers. Ich weiß nicht, wie man auf so einen Geschmack stehen kann. Also nehme ich dich da oben weg. Du gehst nämlich ziemlich auf den Keks. So. Diese Teile scheinen auch auf uns zu schießen aus der weiten Entfernung. Wir müssen also erstmal diese Türme ausschalten. Geht das von weiter weg? Ja, sehe ich. Wie das geht. Wie schnell hier aber Tag-Nacht-Wechsel ist. Oh, das hat sogar sehr was gebracht. In dem Fall nochmal direkt einen hinterher. Zwei Schüsse und so ein Teil ist weg. Ja gut, dann ist es machbar. Anders als wir in Rockwood mit unserem Drachi da versucht haben, ne? Erinnert ihr euch noch? Diese Meuche-Schwingen-Horts, wo wir dann da eine ganze Folge gesessen haben? So, wollen wir erstmal weg. Und lassen diese kleinen Pups-Gesichter hier mal rankommen. Ne, da müsst ihr euch schon so ein bisschen kommt. Da müsst ihr schon hierher kommen. Wenn ihr mich packen wollt. Da müsst ihr schon hierher. Aber ich schätze eher, ich werde euch packen. Die wissen aber ganz genau, dass die Dinger die schützen. Das sehe ich. So. Das Schöne ist, euch kriege ich mit einem Schlag weg. Mit diesem Teil hier, mit diesem Kriegerding. So. Wie sieht's hier mit diesem, mit dieser Baute aus? Okay, die schießen uns trotzdem aus weiter Entfernung ab. Guck mal, wie der läuft. Anstatt einfach rüber zu laufen über den Hügel. Hätte er uns nochmal erwischt mit dem Schlag, wären wir tot. Schätze ich jetzt mal. Okay, aber wir machen schon einen guten Schaden, finde ich. Wie sieht's denn aus, wenn wir das hier abschießen? Ja, das bringt mir noch zu wenig. Ich hätte ja auch treffen können, aber nein. Okay, weg da, du bist zu blöd zum Treffen, du dämliche Wichsau. Das ist so eine Fotzensau, hab das mitgekriegt, zweimal daneben, obwohl ich direkt draufgeklickt habe. Also, ich hasse es. Ich hasse es, mit diesem Dangor zu spielen. Die Kamera ist nicht fest hier, die wankelt hin und her und dazu trinke ich jetzt hier Rockstar-Prothesenwasser. Hm. So stelle ich mir vor, wenn man als Oma sich so ein Gebiss in Gaumen kneift, dass da so ungefähr diese Haftcreme schmecken muss. So, und jetzt baller auf den Turm drauf, du blöde Sau, und nirgendwo anders hin. Na also. Und dir ist es egal, ne? Das finde ich in Ordnung. So, ich will gucken, ob mich die Pyramide auch abballert, wenn ich aus der Entfernung
Also wenn ich jetzt da in der Lücke hier so reinschieße. Okay. Weg da. Da kommen jetzt Viecher. Ja, ich laufe natürlich genau rein in den Schuss. Hui, jetzt sind da Viecher entstanden. Wo ich die Pyramide umgehauen habe. Ah, das ist mir zu schwer. Verdammte Fick-Inzucht. Ja, Hurensohn. Ja, genau. Ja, richtig. Ja, toll. Alles nochmal gut vorhin. Ja. Mann, wäre ich wütend bei so einer Wichse hier. Nee, jetzt macht mir das Spiel auch keinen Spaß mehr. Ist vorbei. Ich glaube, wir spielen ein anderes. Nee, ehrlich, ich mag sowas gar nicht. Ist da, ich will mit meiner Spielfigur spielen, nicht mit dem dämlichen Affen hier. Also wir machen es auch einmal und dann würde ich sagen, suchen wir uns wieder was anderes an Spiel. Weil ich bin niemand, der ein Spiel 100 Millionen Mal versucht. Entweder das funktioniert oder das war's, ne? Steht da? Endet das Geld oder das war's? Bewegt deinen dämlichen Arsch, weil die Lenkung ist scheiße und wenn ich eine wesentliche Übersicht hätte, aber die Kamera bewegt sich auch so dämlich. Ich habe überhaupt keinen Überblick. So. So, bevor ich wieder ausrasten muss, speichern wir jetzt nochmal ab. Wir speichern jetzt alle Minute ab, erstmal. Nee, weil ich habe da echt keinen Nerv drauf. Überhaupt keinen Nerv. Jetzt sollen die ganzen Viecher erstmal hierher kommen. Hier, ich kann auch schießen. Jo, los, mach mal. So. Ich sehe die Kamera, die ist so dämlich, wie die rumschwankt. Das gibt's nicht. Und dann dreht die sich auch einmal um sich selbst, anstatt sich, weißt du, wenn ich so einen Winkel nehme, so einen ganz kleinen Winkel, anstatt diesem kleinen Winkel zu folgen, dreht sich die Kamera lieber einmal um sich selbst. Also quasi statt sich um 50 Grad zu drehen, dreht sie sich quasi lieber um 310 Grad um die andere Richtung. Und das ist soweit, damit komme ich auch nicht klar. Genau, der hat natürlich mal wieder nicht getroffen. Das wäre ja auch langweilig, wenn er mal trifft. So, dann muss er auch erstmal auf der Stelle stehen bleiben und überlegen, ob er wirklich weggehen soll oder wie sehe ich das? Also das ist echt zum Kotzen. Ich hasse die Lenkung. Weißt du, da bin ich lieber der Einzelkämpfer, dass ich mit dem Drachen spiele, als dass ich jetzt hier großartig noch andere Figuren lenke. Das ist ja ein Rollenspiel und da bleibe ich in meiner Rolle und lenke dann nicht hier so einen ollen General auf so einem Pferd mit einer Lenkung. Wie ist das schon wieder? Dreht er sich um den ganzen Bildschirm, statt sich einmal kurz ein bisschen in den Winkel zu drehen. Aber die scheinen echt dieses scheiß Ding da zu beschützen. So, das ist aber mittlerweile schon mein Lieblingszauber geworden. Kann ja auch nicht abhauen, ne? Seht ihr das? Ah, die verfolgen einen auch ein bisschen. Okay, versuchen wir es jetzt nochmal. Aber dann bitte in einer anderen Folge. Ach ja, ich werde mich in Wonderland noch das eine ums andere Mal aufregen, aber keine Sorge, wir werden hier nicht ewig festkleben. Das kann ich euch soweit schon mal versprechen. Ich war gerade einkaufen und dachte, Mensch, guckst du mal,
was du so findest an Games. Dann habe ich Sacred 3 für 9 Euro gesehen. Dann dachte ich, boah, wie billig. Aber Grafikanforderungen waren Quad-Core 3 GHz pro Kern, wo ich dachte, ja super, und wenn ich den aufnehme, was hat das für eine Performance? Ganze vergessen und so geil soll das Spiel auch nicht sein. Tomb Raider habe ich dann noch ohne Ende gefunden. Das will ich mir für ein andermal aufheben. Und bei anderen Sachen habe ich mir gedacht, ach nö, und die hast du überall im Internet. Das einzige Spiel, was ich mir tatsächlich geholt habe, ist Goat Simulator und Goat MMO Simulator. Das wird nochmal lustig, muss ich wohl mal so sagen. Das Spiel soll mega bekloppt sein. Ich lasse mich mal überraschen, ich habe mich noch nicht gespoilert. Und ja, ansonsten habe ich überlegt, Primal zu kaufen, aber ich will keine Dinos umbringen. Ja. Naja, wie dem auch sei, jetzt ist die Endcard vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einer anderen Folge wieder und macht Spaß mal wieder zu Let's Play nach der zweiwöchigen Pause. Tödelö!